Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Palmy, herzlich willkommen zurück bei Farming Dynasty. Ja, wir sind zur Kirche gegangen, wir haben uns einen Kaffee geholt und haben hier ein ganz tolles Gespräch gehabt mit dieser jungen Dame hier. Wie hieß sie noch? Ja, guck mal, die winkt schon wieder. Ja, ich komme jetzt nicht. Du sagst immer so tolle Sachen. Wir waren auch mit dem Auto hier, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß noch nicht, wo das jetzt gerade steht. Wir haben bestimmt hier irgendwo hingestellt, oder? Ich denke mal. Wir gucken mal, so muss ich auf dem Map gucken. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin und ich freue mich auch, dass ihr wieder da seid. Und ihr merkt, die Stimme ist wieder immer noch brüchig. Ja, mein Gott, was wolltest du machen? Ich räusper mich zwischendurch mal ein bisschen, dann wird er schon. Ja, was machen wir denn heute? Wir fahren erstmal. Brumm, brumm. So. Wir müssten eigentlich zum Oliver, ne? Der sich so super um unseren Hof gekümmert hat. Weil der hat gesagt, der hat irgendeine Aufgabe für uns und da könnten wir einen Trecker kriegen. Und dann machen wir natürlich. Und das ist hier, ja, guck mal, hier ist der Oliver schon. Ja, das ist ja super. So, wo sind wir? Da? Genau, da fahren wir einfach hier die Straße lang und dann fahren wir hier die Straße lang. Und dann fahren wir hier noch die Straße lang. Da kriegen wir schon hin. Weil ihr seid toll. Ich habe überhaupt nicht geguckt. Ich habe nur gelabert, aber nicht geguckt. Also wir stehen da, das heißt, wir müssen nach links. Aber eigentlich rechts. Ja, ja, ihr wisst, was ich meine. So, ja, Autos fahren ja auch, aber da die ja sowieso immer alle für uns anhalten, ist halt alles kein Problem. Und ja, dann kriegen wir einen Trecker, weil wir müssen ja hier... Oh, guck mal, Wahnsinn. Kraniche, nee, Dings, Störche, genau. Was machen die denn hier? Die verteilen schon wieder diese Antibabypillen, Pillen. Die Pillen, die dafür sorgen, dass die Antibabypillen nicht wirken, genau. Das machen die Störche, nehme ich. Ja, nee, was? Ja, genau. Was wollte ich denn sagen? Ja, genau, wir brauchen einen Trecker. Wir müssen uns ja hier sowieso alles zusammenklaubern. Ich denke mal, wir werden hier am Anfang werden wir eine Menge Jobs machen müssen. So Reparaturjobs. Damit wir unsere ganzen landwirtschaftlichen Geräte mal zusammenkriegen. Scroll mal raus, aber genau, du machst das gut. Und damit wir... Wo bin ich hier? Na... Wo bin ich? Da ist unser Hof. Irgendwo hier muss doch der Ding sein. Ach, mach mal hier. Mach mal eben. Wo bin ich? Guck mal, hier bin ich. Das ist ja super. Da wollte ich überhaupt nicht. Hier wollte ich reingefahren sein. Damit ich zum Oliver komme. Ja, dann drehen wir um. Komm, wir drehen. Ja, ist doch egal. Wir sind doch unter uns. Hier, zack, zack. Zwei Hühner, ein Gänse. Hier ist die Straße, glaube ich. Das ist die. Die führt direkt zu Oliver. Ja, Olli, willkommen. Olli! Bleib ruhig, wir können gleich bei dir, wir retten dich. Ja, das ist der Mann, der sich so super um unser Erbe gekümmert hat. Einen nehme ich gar nicht, aber wahrscheinlich deswegen nicht, weil der kümmert sich auch eigentlich, man kann ihm nicht böse sein, weil der kümmert sich um seinen eigenen Hof ja auch nicht, so wie es sich anhört. Da bin ich mal gespannt, wie er da aussieht, was wir da machen müssen. Und ja, also bei unserem Hof ist ja, wie gesagt, das ist ja alles kaputt, ne? Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, wir brauchen den Trecker und den holen wir uns jetzt, indem wir hier ein bisschen Knechtarbeit machen hier. Wir parken hier so, zack, hier, Brems, aussteigen, absteigen. Breit doch hier. So, ja, danke. Oh, wie schön, natürlich. Oh, wie natürlich schön, ja. So, Olli, wo bist du? Naja, ich sehe schon hier, das ist nicht etwas besser als bei uns, aber Dach ist auch wohl kaputt. Na, also von daher. Was ist denn das hier? Ein alter Eismangel? Nee, egal. Guck mal da, wer ist denn das? Wer bist denn du? Wer ist denn hier? Guck mal, hier kann man noch, hier sind Leute. Hallo, People! Hallo, People! Die sind alle so, hier sind eine Menge Schwarze. Das scheint ein amerikanisches Spiel zu sein, wenn ich mich da nicht festlegen will. Ah, guck mal, die gehen. Hallo. Hi. Hm? Hä? Was? Ja, schönes Wetter. Ich wäre früher gekommen, hätte ich gewusst, dass ich eine Schöner wie dich hier treffen würde. Echt? Solche Sachen, sage ich hier, kann ich immer wieder. Schönes Wetter, kommen wir machen hier schönes Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Ja. Das ist es. Ja. So, da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Das ist alles, danke. Oh, das ist ja... Eieieiei, hier haben wir ja viele Möglichkeiten. Ja, komm, mit dir rede ich auch noch. Hi. Guten Tag. Schönes Wetter, ne?
Lande, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Das kann ich doch nicht sagen. Ich habe die doch noch nie gesehen. Ich sehe die zum ersten Mal in meinem Leben. Kann ich doch nicht sagen. Du siehst doch. Du siehst heute wirklich wunderschön aus. Ach du Scheiße. Was ist los mit dir? Redest du immer so? Ja, natürlich. Ich glaube, Programmierer reden immer so. Also, die. Guck mal, da ist der Trigger. Die unterstützen ja dieses Vorurteil, dass Programmierer so rothaarige, picklige, in nie tageslich redende Typen sind, die dumme Sachen zu Frauen sagen. Und genau das unterstützen die hier total. Olli, wo bist du? Ich muss hier mit meinem Vernünftigen reden. Olli, ich dachte wirklich, dass sich das jetzt ändern würde. Auf jeden Fall ändert sich das. Ich rede nie wieder so. Wo bin ich denn hier? Olli, wo bist denn du? Ah, da ist Olli. Olli! Olli, du arbeitest. Was ist los mit dir? Zwei Frauen am Hof, hier am Start und du musst arbeiten? Sogar eine Baumwollpflückerin. Hast du deine Aufgabe erledigt? Welche Aufgabe denn? Du hast ja noch gar nicht. Was? Ich habe schon eine Aufgabe, echt? Ach hier, ach guck mal hier, die Scheune reparieren. Ja, genau. Ja, das mache ich. Warte, Olli. Olli, ich mache das für dich. Wie sieht er denn hier drin aus? Wir machen mal diesen Inspektionsblick. Das Dach ist kaputt. Hier drin ist nichts. Hier drin ist alles gut. Absolut. Na, hier noch. Hier, mach mal hier ein bisschen. Mach mal hier, zack. Ja, genau. Hier, mach er mal fertig. So, da freut der Olli sich. So, wunderbar. Hier noch eine. Hier, machen wir auch fertig. Komm her. Komm, zack, zack, das wird. Wunderbar. So, ansonsten haben wir... Guck mal, der Olli lacht. Der Olli ist zufrieden mit uns. Können wir hier nicht auch raus. Was ist denn hier los? Hier kommen wir ja gar nicht raus. Ist hier noch was kaputt? Ja, das Dach. Ja, aber das wusste ich ja schon. Wir müssen draußen eine Gerüst hinbauen. Warte, machen wir mal. Oh, hier, Tür zu. Danke. Gerüst. Ja, ich hätte gern so ein Ding mit Leiter dran, weißt du, so ein Teil. Nee. Olli, so ein Teil mit Leiter wäre gut. Hier ist ein Leiter dran. Danke. Ich hoffe mal, dass eins reicht, dass ich über ein Dach überall hinkomme. Warte, Olli, ich mach dich das. Ich mach dich das sofort fertig, hier das Dach. So, hier. Mach fertig, den Olli sein Dach. Damit kriegen wir einen Trecker. Das ist gut, dass wir mit dem Auto hier hingefahren sind. Da können wir das nämlich nachher auch noch irgendwie wiederholen. Hier, mach fertig. Mein lieber Mann, ey. Da ist so, ob jetzt so ein Dach hier drauf ist oder gar kein. Der Unterschied ist nicht, es ist gar keiner. Hier, mach fertig. Mach alles fertig für den Olli. Wir kriegen einen Trecker dafür. Einen schönen roten Trecker. Wunderbar. So. Noch hier. Ja, was? War noch nicht? Echt nicht? So, jetzt aber. Ihr macht fertig. Wo ist hier die Hitbox? Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern. Jawohl. Hier ist es super. Das sah ja auch schon super aus. So, und dann auf der anderen Seite noch. Und da müssen wir eigentlich fertig sein. Dafür kriegen wir einen Trecker. Das ist ja wie Diebstahl, was wir hier machen. So ein paar Bretter dran nageln. Das ist ja, und dann noch mit einer Nagelpistole. Fall da nicht durch. Fall nicht so tief, mein kleiner Freund. So, mach das fertig hier. Wunderbar. Ja, guck mal. Warte eine halbe Stunde jetzt noch im Bett bleiben können, ja. Was wolltest du machen? Alter Baumwollpflücker. Naja, was wolltest du machen? So ist das halt. Wenigstens, ne, reden sie alle Deutsch. Hat auch Vorteile. So. Nee, aber auch mit deinem Baumwein. Holzfällerhemd, das scheint doch sehr amerikanisch angehaucht zu sein. Der ganze Spiel. Da weiß ich noch nicht, wo die ganzen Kirchen herkommen. Wo mir nichts gesagt haben will. Na, aber was wolltest du machen? Es ist nicht in Oberfranken. Das steht schon mal, wer ist. Oh, was ist denn hier? Hier ist so ein Dings. Da ist aber nichts drauf. Nichts drauf. Nein. Toll. Nicht, dass wir hier neugierig sind oder so, aber. Nee.
Wir wollten nur mal gucken. Verstehst du? Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nur alles gucken. So. So, da haben wir das Dach ja fertig. Da bin ich mal gespannt, was er sagt. Weil wenn wir dafür einen Trecker kriegen, weiß ich auch nicht. Wie seid hier? Das ist hier, das scheint fertig zu sein. Okay. So. Wie eine Gazelle geht der Opa über das Dach. Man kann hier übrigens auch einfach hier so runterspringen. Hier passiert, in dem Spiel passiert nichts. So. Nee. Den hier wäre. Den. Zack. Nimm mit. Nimm mit das Ding. Nimm das mit. Ah, hab ich. Gut. So, Olli, mein Freund. Ja, also diese Anmachsprüche, das ist ja. Hier, hi. Sieht gut und solide aus. Danke. Ja, bitte. Nun, ich habe nicht viel Geld. Ja, aber ich habe dir den alten Jack Bear dort drüben versprochen. Genau. Er gehört dir. Oh, cool, ey. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Ja, natürlich. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Genau, ich kann mit dem Trecker den. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber ich glaube, ich brauche weitere Landmaschinen. Ja, glaube ich auch. Du solltest mit den Menschen reden. Ich bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Genau, sag ich doch. Darauf läuft das hinaus. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine? Und ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinem Hof gesehen. Genau. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Super. Ich werde mich umsehen. Danke. Sag mal, seid ihr jetzt mal bald fertig in meinen Quatschköpfen? Guck mal, wie der daherfährt. Guck mal. Das sind die normal, oder? So läuft man noch nicht. Nee, was wollte ich denn sagen? Ich wollte sagen, erstmal danke für den Trecker. Danke für die Blumen, danke für den Trecker. Ja, ich habe doch hier, ich brauche erstmal eine Mähmaschine vor allen Dingen, weil ich habe doch überall, auch meine Felder sind da bestellt. Die muss ich doch mal abmähen. Hier, komm her. Da, 100 Sozialpunkte. Ach du, so, echt jetzt? Das is it, das ist mein neuer Trecker. Da sage ich nur Amen. Ja, ja, sag das mal. Da sage ich nur Amen. Trecker fahren. Wenn ich kein Gas gebe, hört der Ton auf von dem Trecker. Interessant. So. Ja, und jetzt steht unser Auto hier. Aber ich glaube, ich kann über die Map springen, ne? Dann können wir hier hinspringen und den einfach abholen. Machen wir. Kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir erstmal zu unserem Hof. Jetzt haben wir einen tollen Trecker. Trecker fahren, Trecker fahren. Was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren. Ich glaube, da, ich glaube, das ist doch schon hier der Pfeil für unser Hof. Lass uns da mal hinfahren. Ja, das sieht doch schon aus wie unser Hof. Super. Das ist alles, was er kann. 23 km/h. Ich mache mal Tempomat an. So, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Pillenvernichter. Der hätte auch hier schon hergekommen, oder? Ja, jetzt fährt er das Feld kaputt, der Opa, ich weiß. Aber über das Feld fahre ich nicht. Aber siehst du, das ist doch, ich muss doch hier eine Mähmaschine haben. Hier ist doch alles fertig. Muss doch erstmal hier. Muss doch erstmal hier voll abmähen. So. Ja, jetzt habe ich einen Trecker. Das ist ja super. Guck mal. Trecker fahren. So, absteigen. Genau. Jetzt müssen wir uns das Auto wiederholen. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinstelle hier. Ich habe hier wenig Platz, ne? Was ist denn hier? Habe ich das schon repariert? Ne, natürlich nicht. Habe ich überhaupt schon irgendwas hier gemacht? Ne. Auch nicht. Auch nur angefangen. Alles angefangen hier, der Opa. Habe ich denn schon... Habe ich schon was hingestellt? Ja, das habe ich. Wenigstens etwas. Ja, also wie gesagt, ich muss hier viel reparieren. Auch eigene Sachen. Hier wieder Loch zugemacht, damit ich hier wenigstens, ne? Wenigstens. Ist hier irgendwas, was ich reparieren kann? Die Kisten? Nö. Auch nicht. Hier, Regal. Auch nicht. Nö. Gut. Achso, ich wollte mein Auto holen. Warte mal, wo ist denn das? Da, genau. Ja, ja, klick. Genau. Ah, ich sag doch. Das geht. Das ist wie beim Landwirtschaftssimulator. Sag doch, wie ist Landwirtschaft? Landwirtschaftssimulator, sag doch einfach, sag noch mal, Opa, komm, sag mal Landwirtschaftssimulator. Landwirtschaft, nee, falsch. Landwirtschaft, ohne S, Landwirtschaft, sag mal Landwirtschaft, Landwirtschaft. Ja, richtig, gar nicht. Egal. Die Duben sterben nie aus und Opas gehören auch dazu. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Guck mal, hier ist, ich weiß gar nicht, fahre ich demnächst mit unserem Auto oder mit dem Trecker? Opa, du fährst, du hast ja, so wie du fährst, fährst du demnächst mit dem Trecker, weil du kannst mit dem Auto gar nicht mehr fahren.
So, Handbremse angezogen, nicht, dass sie in den Kasten da reinknallt. Ist doch wahr. Ja, ich würde sagen, wir machen mal irgendwas fertig hier. Irgendwas müssen wir mal fertig machen. Wir können ja mal hier, komm, wir machen schon mal den Sido fertig. Machen wir den Sido fertig. Den Sido, holen wir Blech. Dafür brauchen wir Blech. Wir haben doch Blech, oder? Hier. Red kein Blech. Red kein selbiges. So, jetzt machen wir den Sido fertig. Zack, zack. Zwei Hühner, ein Gänse. So, und dann hat er ja gesagt, er hat was gesehen, ne? Da war irgendwie eine Mähmaschine. Ach, guck mal, das wird wie neu. Das ist ja schön. Guck mal, sehr schön. Hier, wunderbar. Hier, fertig. Zack. Hier, mach mal. Zack, wunderbar. Oh, hier ist auch eine Menge. Jawohl, hier noch, den noch, den noch. Was ist denn hier? Ach, da muss ich zwei machen, dann mach doch zwei. Man muss auch gucken, ob er hier einfach hier, zack und fertig. Guck mal, hier den auch noch, jawohl. So. Ja, hier ist er ja total im Eimer, da müssen wir auf jeden Fall. So, hier, bitteschön. Na, fertig hier, mach den auch, jawohl. Der ist nicht fertig, der braucht zwei, also bitte. So, fertig. Jawohl, den noch. Das sieht doch ganz gut aus, guck mal. Ja, noch ein bisschen. Oh ja, hier, da ist auch noch richtig kaputt. So, den noch. Ah, du hast das Getreidesilo repariert. Die Nachbarn schätzen deine Arbeit. Ich würde gerne mal da oben gucken. Kann ich mal hier so ein Gerüst hinstellen vielleicht? Geht das? So mit Treppe. Nicht nur so, mit Treppe, bitte. Ja. Genau so was. Das hätte ich gerne. Ja, komm, stell da hin. Och, mei. Mach mich doch hier nicht. Komm her. Wieso geht das nicht? Weil der Trecker da steht, oder was? Ich will da oben drauf. Ich fahre mal eben den Trecker weg, Meter. Moment. Vielleicht liegt er am Trecker. Mal einen Meter weiter. So, hier so rein. Danke. Danke, absteigen. Jetzt aber. Wo bist du? Sido. Ah, da. Hat er sich versteckt, der Sido. Der Sido-Typ. Ah, guck mal. Jawohl. So, jetzt gehen wir mal hier oben gucken. Bleche haben wir noch anscheinend. Ne, mal gucken, wie er da oben aussieht. Da ist ja Witterung. Da, sie wusste ich doch. Hier ist er besonders der Witterung ausgesetzt. Ist er normal. So, hier gehen wir rauf, hier. Wunderbar. Hier den noch. Hey, ist zwar jetzt. Der war zwar schon fertig, haben sie ja gesagt, ich habe ja schon die Asozialpunkte dafür gekriegt, aber. So, aber immerhin, ne? Guck mal, wie neu hier. Ja, Opa, macht das wie neu. Wunderbar. Kann man hier noch hoch? Kann man hier auch noch drauf? Guck mal hier. Hopp. Guck mal, hier, hopp. Ich bin der König der Welt. Hurra! Ja, das war aber ganz was anderes. Komm, wir springen einfach. Der Opa mit seinen Gummiknochen, der macht das schon. So. Ja, jetzt hier, genau, macht er wieder weg. Ne, wegmachen. E drücken, wegmachen. Wunderbar. Ja, so. Jetzt machen wir eben hier das Ding auch noch fertig. Komm, wenn wir schon mal dabei sind. Aber wir gucken mal eben auf die Karte. Das hat er gesagt, hier, guck mal da. Da, die Frau, die fällt mir auf. Was? Vielleicht wäre es nett, Hallo zu sagen. Die Clara. Belohnung Flug. Ach, die hat den Flug. Na, guck. So. Was haben wir hier noch? Flüge das Feld. Ach, die hat den Flug. Das ist ja einfach. Da muss ich ja nur hier hin. Den Flug. Dann mache ich den Job für die. Und dann zack. Und dann kann ich hier flügen gehen. So, super. Transport. Dafür kann ich unser PKW nehmen. Für Transport. Was haben wir hier noch? Flüge das Feld. Alles flügen hier. Wo sind denn meine Maschinen? Also ich habe bis jetzt im Augenblick nur hier den Flug. Das ist das nächste, was ich holen muss wahrscheinlich. Vorher kriege ich nichts anderes. Ich brauche die Mähmaschine, aber kriege ich nicht. Kriegst du nicht. Warte, machst du hier erstmal. Warte, wie machen wir hier für dich? Was sagt eigentlich hier? Guck mal, ich habe ein bisschen Hunger. Ich bin ein bisschen müde. 17 Uhr. Ach komm, wir essen hier.
Was essen wir denn hier? So, was essen wir? Komm her. Ja. Ja. Ess doch. Iss doch, meine ich. Du isst doch doch. Iss doch doch. Endlich. Mit E geht das nicht. Das ist ja super. Ach, hier. Trink. So, mit Maus. Das ist ja einfach. 100%. Wunderbar. Bisschen müde, aber wir machen jetzt hier die rostige Laube. Was? Nee, die rostige Laube. Ja, doch. Obwohl, eine rostige Laube war doch eigentlich ein Auto, oder? Eine alte Rostlaube war doch ein Auto. Egal. Das ist auch eine rostige Laube. So, komme ich da dran? Ja, 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 ja. Ah, komm, du warst doch schon. Ja, mach mal fertig da. Ich denke mal, da müssen wir sowieso hoch, ne? Wunderbar, alles wie neu. Da gibt es Sozialpunkte für, genau. Hier unten muss ich ja auch noch was machen. Hier irgendwas, nö. Hier ist alles gut, alles gut, alles wird gut. So, dann machen wir hier weiter. Zack, zack. Wunderbar, einmal rum hier. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, das ist der Unterschied zum Landwirtschaftssimulator. Hier hast du auch solche Aufgaben zu machen. Und du fängst echt mit viel wenig Geld an und musst dann, da drin sieht auch noch nicht super aus, stehe ich gerade fest. Muss dann dir ja alles erstmal zusammenklamausern und dann kannst du mit den alten Geräten die Felder machen und auch deine Nachbarn hier befrieden. Und dann kannst du zu den Frauen tolle Sachen sagen, sowas wie, du siehst heute aber gut aus oder hat es wehgetan, als du vom Hügel gefallen bist. So, diese tollen Sprüche, ne, die kannst du hier rauskloppen. Wo die Programmierer sich haben richtig, also das widerstrebt mir total, dass ich solche Sachen sage. Vielleicht heirate ich einfach nicht. Da, wenn ich sowas sagen muss, heirate ich nicht. Vielleicht, aber vielleicht doch. Vielleicht will ich ja doch heiraten. Wer weiß, was da noch alles passiert. Vielleicht wird es ja noch richtig lustig. Mein Gott, wie kann man solche Sachen, ey, das ist doch unglaublich. Wie kann man sowas sagen? Da ist ja der erotische Tod vorprogrammiert, wenn man solche Sachen sagt. So was kann man doch nicht sagen. Das ist ja wie so was sagt ein Sittenstrolch. Also wirklich. Naja, was soll's. Nee, warte, ich sag, mein Gott. Wir kriegen das schon hin. Wir machen das schon. Aber da haben sie sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Also mit Ruhm auch nicht, aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Kann man nicht anders sagen. Also, Freunde. Da hättet ihr euch ein bisschen was mehr einfallen lassen können. Diese Anmachsprüche, die sind ja so, boah. Mir fällt total gar nichts ein. Was ich dazu sagen soll, das sind so Plattitüden sind das. Genau, Plattitüden sind das. Opa, der weiß Sachen. So. Der kennt sich damit aus, weil das früher selber so war wahrscheinlich. Lasst euch nichts von dem erzählen, der war genauso. Ich sag euch das. Ja, habe ich noch Blech? Super. Dann red nicht so ein solviges. Hopp. Hier, guck mal hier. Wir haben ja gesagt, wir machen alles, ne? Auch hier die. Ja, hier, auch hier die Bereiche. Mein Gott. Mach fertig. Ach, das sind hier diese Fensterdinger-Typen. Sachen. Okay. Was? Ja, die Sonne geht unter, bald sehe ich nichts mehr. Dann stehst du hier mit deinem Kurzhemd. Egal. So, wie geht's hier weiter? Öffnen. Nein, ich will nichts öffnen. Ich will hier weitermachen. Mach weiter. Mach weiter. Los. Wie war das? Streng dich mal ein bisschen an, alter Mann. Jawohl. So muss es sein. So nicht anders. Ja. Hier ist gut. Auf der anderen Seite wird leichter, da ist nicht so Silber, da ist dann alles rostig, da kann man das besser sehen. Und trotzdem geht die Sonne langsam unter. Der hatte doch so eine Stirnlampe, ne? Oh ja, das ist, genau, das ist das Richtige. So, die hole ich mir, dann renne ich nachts hier rum und dann quatsche ich die Weiber blöd an mit meiner Stirnlampe. Das ist super. Das schafft Vertrauen, da bist du sofort vorne in der Nachbarschaft. Da sagen die sofort, boah, da wohnt ein Toften. Das ist ein Netter. Genau, so ist das. Das ist genau mein Ding. Ja, das machen wir. Holen wir uns die Stirnlampe und dann können wir hier rumrennen und können die Mädels von der Seite anquatschen. So, du siehst heute aber gut aus. So, dann, wenn die wegrennen, rennt sie hinterher. Warte, ich will nur mit dir reden.
Genau. So, die Nummer. Das ist total gut. Da freuen die sich. Die Nachbarn, da sagen die, hier, da wohnt ein Neuer. Der ist sehr vertrauenswürdig. Genau. Den kannst du alles erzählen. Also, der kann uns alles erzählen, aber wir glauben dem gar nichts. So sieht das nämlich aus. So, hier habe ich alles fertig. Was ist denn hier? Das ist drin wahrscheinlich, ne? Oh, machen wir hier so, zack, wunderbar. Ja, das wird schon. Ich brauche eine Stirnlampe, ich sehe jetzt schon. Unbedingt. So. Na, gleich gibt es wieder Sozialpunkte, weil wir so super sind. Und weil alle Nachbarn sich freuen. Sogar die Baumwollpflücker-Mädchen. Was? Also wie die, aber du bist sowas schon voll auf Vorurteile, ne? Da gibt's überhaupt nicht. Wenn einer dieses Let's Play sieht, der kriegt ein ganz falsches Bild von dir. Gott sei Dank guckt das keiner. Ist auch wirklich wahr, ey. Mann, das geht doch so nicht. Du kannst doch hier nicht so reden. Das ist doch. Die Leute, die denken, hinterher du meinst das ernst. Und dann? Ja, dann stehst du da mit deinem Kurzhemd. Ne? So. Hier noch was? Ja, hier, guck mal, hier noch. Da sind diese Luken, die man von innen aufmachen kann, damit hier Frischluft reinkommt. Damit hier nicht so viel Wärme ist im Treibhaus. Genau, das ist ja wichtig, dass man die Wärme rauslassen kann. Deswegen baut man ja auch ein Treibhaus. Man will es ja nicht warm haben, um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht. Hier, mach doch mal. Ja, genau, und jetzt hier noch. Ja. Sieht ganz gut aus, was du hier machst, Opa. Das hat Hand und Fuß mittlerweile. So, mit deinem altes Holzfällerhemd. Na komm schon. Da gab es übrigens von den Schwiegels Nachfolger. Da bist du in der Holzwirtschaft. Da bist du so ein Zamba-Dingens-Typ. So ein, wie heißen die? Diese Holzfäller-Typen. Da hast du auch so ein Hemd an, so ein Holzfällerhemd. Das ist immer gleich. Das Holzfällerhemd ist auch ein Bauernhemd anscheinend. Weißt du gar nicht, warum das da nicht Bauernhemd heißt, aber ist egal. Irgendeinen Namen muss das Kind ja haben, ne? So, jetzt wollen wir hier mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon wieder dran bin hier. Eigentlich wollte ich doch hier... Ja, was soll's. Da muss ja doch alles gemacht werden, nach und nach, ne? Und wenn wir das Spiel spielen, ja, dann muss ich das sowieso machen, nach und nach. Ist ja egal, komme ich eh nicht rum. So, und ihr kommt auch nicht drum rum. Wenn ihr das sehen wollt, was ich spiele, ja, dann selbst schuld. Dann müsst ihr euch das alles antun hier. Auch, was ich so erzähle, das ist dann... Da kann ich dann keine Rücksicht drauf nehmen. So, hier mal zu. Letztes Mal haben wir ein bisschen viel Wasser gehabt. Ah, guck mal, der geht ja wirklich zurück, der Zeiger. Interessant. So, hier, halt, hier, neu machen. Machen wir das mal bitte neu, geht ja gar nicht hier. So, guck mal hier, na, alles wie neu, wunderbar. Hier die Griffe, hier ist alles. Ja, hier kann man nur öffnen, okay. Ja, die kann man auch neu machen, ja. Machen wir die auch neu. Wunderbar, ja. Der wird dann immer gleich mit neu gemacht, ne? Genau. Jetzt machen wir mal die Seite. Mal gucken, dann ist die andere Seite auch fertig wahrscheinlich. So. Sag ich doch. Der Boden hier, alles gut? Der Boden sieht okay aus. Bisschen gefliest. Wunderbar. Kann man bestimmt irgendwann nochmal was dran machen, aber... So, machen wir hier. Das geht ja so nicht. Mach die mal auch fertig hier. Damit ja alles fertig ist. Wie sieht denn das aus? Du bist ja total fertig, Opa. So. Aha. Ja, hier haben wir schon wieder so eine Reparaturfolge, ne? Also nächstes Mal holen wir uns den Flug. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, was wir da reparieren müssen, damit wir den Flug kriegen. Und dann können wir ja mal so irgendwo so eine Flugaufgabe machen. So, Flug halt. Über den Wolken. Flug. Flugaufgabe. Verstehst du? Flug. Was ich sag? Flugaufgabe. Naja. So. Hier den noch. Und dann müsste eigentlich gleich fertig sein, oder? Mal gucken, was das sagt. Da, Belohnung. Gewächshaus. Fertig. 3000 Asozialpunkte. Deine Nachbarn schätzen deine flotten Sprüche und deine Stirnlampe. Wunderbar. So, alles fertig. Ja, Wasser ist genug, haben wir gesagt. Brauchen wir jetzt nicht gucken. Was ist denn hier? Es ist schon dunkel.
und wir sind müde. Oh je, wir gehen schlafen. Ey, 19 Uhr, das ist ein richtiges Bauernleben. Das ist so gar nicht mein Ding. Aber das ist nur symbolisch, dass wir schlafen gehen. Das ist eigentlich, sitzen wir dann da und essen noch was und gucken noch ein bisschen Fernsehen. Und das wird nur abgekürzt, indem man hier dann einfach sagt, so, man legt sich hin. Dann ist der Tag vorbei. Was man dann in der Freizeit macht, das wird nicht mehr gezeigt. Weil man dann so tolle Sachen zu seiner Frau sagt und so. Das ist hier, das ist auch hier der ganze Rasen. Da muss alles mal. Ich meine, ich mag ja diese Gänseblümchen, sonst hat ja nicht, aber man muss mal ein bisschen. Ich hatte doch hier so ein Ding, so eine Dingmaschine. Wo waren die? Die waren doch hier irgendwo. Wo war die? Wo mehr? So eine Mähmaschine. Was ist denn hier? Hier ist ja noch ein Gerüst. Warum? Weil ich da noch nicht fertig bin? Muss ich nochmal gucken. So, was ist hier? Na, hier ist der. Na, hier ist der Stall für Rind. Hier ist der Rinderstall, okay. So, dann hier, vielleicht war das hier. Wo war denn hier die Mähmaschine? Ich habe da eine gesehen, ja. Verdammt. Nehmen wir hier durch. Ne, hier auch nicht. Hier. Hier, auch nicht. Ich muss mal das Sichtfeld erweitern. Noch. Auch nicht. Auch nicht. Wo war denn das scheiß Ding? Ich habe doch eine gesehen in der letzten Folge. Habe ich doch irgendwo eine gehabt? Habe ich doch gesagt, oh, guck mal. Eine Mähmaschine. Und jetzt ist sie weg. Oh, guck mal, jetzt ist sie weg. Oh, guck mal hier, in den kleinen Schuppen vielleicht. Da ist sie. Guck mal hier. Ah, nehmen. Haha. Motorsense. Du kannst einen Rasen mähen. Sag mal. Zeig mal. Mach mal. Mach mal hier. Tabs. Da, guck mal. Wird verwendet. Benutzen. Motorsense. Ja, guck mal hier. Ah, guck mal hier. Ah. Ja, das machen wir beim nächsten Mal beim Licht. Das ist nur hier, das war schon mal so ein bisschen. Guck mal. Ja. So ist das. So ist das. Oh. Oh, die Sonnenblumen. Echt? Der Kiel und die Sonnenblumen. Da muss man vorsichtig sein. Aber was soll's. Sonnenblumen kommen immer wieder. Hier ist alles voll mit Sonnenblumen. Überall. Guck mal, aber der kann hier. Ja, hier, guck mal. Ja, der macht aber alles weg, ne? Also alle Blumen, alles macht er weg hier. Guck mal, aber das ist auch. Das sieht ordentlich aus hier. Mach mal hier noch ein bisschen, Rasen. Alles kaputt hier. Ich mach euch kaputt. So. Ja, und wie komme ich da weg? Also, einfach so. Super. So, wo? Ach ja, siehst du hier mal irgendwie. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Schön gemähtes Gras. Hier, da kann man alles noch wegmachen wahrscheinlich. Die armen Sonnenblumen. Naja, was soll's. Die Sonnenblumen, ich meine, das ist zwar ganz schön hier, so mit Sonnenblumen, aber was soll's. Naja, so ihr Lieben, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Bett. Man sieht eh nichts mehr. Die Folge ist auch, glaube ich, schon wieder lang genug. Und meine Stimme ist nicht wirklich wiedergekommen heute, oder? Naja, dafür habe ich viel dummes Zeug erzählt. Ist auch schon, ey, schlafen, muss eine Tür zumachen. Ist zwar hier im Land, aber ne? Man weiß ja nie, wenn die Baumwollpflücker kommen und sagen, Master, Master töten, Master. Ja, nee, das geht so nicht. So, ja, dann würde ich sagen, wir legen uns hier hin und dann schlafen wir bis morgen und gute Nacht. So, dann haben wir einen neuen Morgen, neues Licht. Wunderbar, alles bestens. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei Farming Dynasty. Und es regnet anscheinend. Das ist das richtige Wetter, um draußen rumzurennen und den Dingens zu holen. Hier, den, wie heißt er denn, den Schlumpf? Den hier. Wie heißt er denn hier? Ja, wie heißt das Ding denn? Flug, genau. Die Zeit vergeht wie im Flug. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Hemi. Tschüss.